6. Am nächsten Abend dematerialisierte sich Bohn hinter das königliche Audienzhaus und nahm neben der Garage Gestalt an. Von dort folgte er einem geräumten Pfad zur Rückseite des Gebäudes und betrat es durch eine solide Hintertür. Mehrere Doggen arbeiteten in der Küche und bereiteten frische Leckereien für den Wartebereich zu. Bohn hob die Hand zum Gruß, als er sie durchquerte. Der Geruch nach süßem Gebäck im Ofen und selbstgemachten Kirsch- und Erdbeerkompott erinnerten ihn daran, dass er noch nichts gegessen hatte. Aber kaum hatte er die Schwingtür passiert und die verlockenden Düfte hinter sich gelassen, war sein Hunger wieder vergessen. Mit langen Schritten durchmaß er das Foyer und hielt unbeirrt auf die tiefen Stimmen zu, die aus den geöffneten Türen des Esszimmers drangen. Auf dem Weg dorthin übte er seine Rede ein. Erstens war seine Schulter geheilt, was Dr. Manello gern überprüfen konnte. Zweitens hatte er den ganzen Tag über Zeit gehabt, den Tod seines Vaters und seiner Stiefmam zu verarbeiten. Drittens konnte die Schleierzeremonie warten, bis er in 2 Tagen frei hatte. Viertens gab es keine Vorschriften für Trainingsschüler, sich nach dem Tod eines Familienangehörigen eine Auszeit zu nehmen. Auf halber Strecke blieb er stehen und glättete sein Haar. Eine idiotische Angewohnheit aus seiner Jugend. Als würde es die Brüder kümmern, ob sein Scheitel gerade saß. Er gab sich einen Ruck, schritt auf den Durchgang zu und klopfte an den Rahmen. Am anderen Ende des ehemaligen Speiseraums, in dem Raff Zivilisten zu Privataudienzen empfingen, saßen 2 Brüder am Kamin. Es waren Rage, der größte und blondeste der Bruderschaft, und Barge, der ehemalige Mensch mit dem Bostoner Akzent. Ersterer aß mit einem Silberlöffel Mint-Chocolate-Chip-Eis aus einer 2-Liter-Wanne, die mit einem Geschirrtuch umwickelt war, um die Kälte zu halten. Letzterer hielt ein Handy in der Hand und schien sich Bilder anzusehen. Sein Finger strich über das Display. Seine Brauen waren nach unten gezogen. »Hallo, Bohn, wie geht's dir?« begrüßte Rage ihn mit vollem Mund. »Tut mir wirklich leid, das mit deinem Dad und deiner Stiefmam.« Barge blickte auf. »Mir auch. Ist ein harter Schlag.« Bohn nahm die Beileidsbekundung mit einem wortlosen Nicken entgegen. Er wollte nicht unhöflich sein, aber wenn es nach ihm ging, musste sein Vater und dessen 2. Frau niemals wieder erwähnt werden. »Ich wollte eigentlich zu Torment«, sagte er. »Der muss jede Minute hier sein.« Wright schwingte mit dem Löffel. »Oh, komm doch rein.« »Ich kann auch draußen warten.« »Nein, nein, ist schon okay«, sagte Rage. »Willst du Eis? Ich hab Chocolate Chip und Rocky Route in der Gefriertruhe. Du kannst einen eigenen Löffel haben.« Bohn schüttelte den Kopf, weil sich seine Kehle zusammenzog. Kondolenzwünsche waren leichter zu ertragen als freundliche Gesten. Ersterer war er aus der Glymera gewöhnt, wobei man merkte, dass sie im Fall von Rage und Barge von Herzen kam. Doch Eis aus Rages persönlichem Vorrat angeboten zu bekommen, das war eine ganz neue Erfahrung für ihn. Er hatte immer für sich selbst gesorgt, weil er dazu gezwungen war. »Danke, ich hab schon gegessen.« Er hasste es zu lügen. Doch in diesem Fall erschien es ihm besser, als über einer Schale Rocky Road Eis
in Tränen auszubrechen. »Gib Bescheid, wenn du es dir anders überlegst.« Rach wandte sich wieder Barch zu. »Und was hat Vishas dann gemacht?« Barch antwortete nicht gleich. Er blickte wieder auf sein Handy und ging noch einige Bilder durch, ehe er erneut aufsah. Vishas hat die Leiche abgenommen und eingewickelt. Er steckte das Handy in die Tasche seiner eleganten Hose. Dann hat er sie mit einem Lieferwagen rüber zu Havers gebracht. Und jetzt hoffen wir, dass sich jemand meldet und nach ihr sucht. Denn im Moment haben wir nicht die leiseste Ahnung, wer sie ist. Vishas hat mich gebeten, den Fall zu übernehmen und Nachforschungen anzustellen. Wie in alten Zeiten. Was, Mr. Detective, von der Mordkommission? Rach fuhr mit dem Löffel an der Innenseite der Schale entlang, wo das Eis schon leicht geschmolzen war. »Wie gehst du es an?« Boone versuchte, sich den Anschein zu geben, als würde er nicht lauschen, indem er eine teilnahmslose Miene aufsetzte und eine Runde über den großen Orientteppich in der Mitte des Raumes drehte. Doch seine Ohren brannten, und schließlich konnte er seine Neugier nicht länger verbergen. Er hatte Sextons Tisch erreicht, an dem der königliche Rechtsberater während der Audienzen saß, und einen Stoß leuchtend gelber Handzettel entdeckt. Als er die Warnung darauf las, griff er unwillkürlich danach und wandte sich den Brüdern zu. »Was ist denn letzte Nacht passiert?« fragte er. »Ein weiterer Mord«, sagte Barch. »Im Pierce Revival.« »Dem Rollenspielerclub?« Boone legte den Flyer zurück. »In der ehemaligen T-Shirt-Fabrik?« »Ganz genau. Kennst du ihn?« »Ein Cousin und eine Cousine von mir waren mal dort. Ich weiß nicht, ob sie immer noch hingehen.« »Kannst du mich mit denen in Kontakt bringen?« »Ich möchte mit allen reden, die sich in der Szene auskennen.« »Klar.« Boone zückte sein Handy. »Ich schreib ihnen.« Er trat von dem Schreibpult zurück und schickte Nachrichten an einen Cousin dritten Grades und eine Großcousine auf der Seite seiner Mom. In der letzten Nacht hatte also noch jemand einen Angehörigen verloren, ging es ihm durch den Kopf, während er tippte. Ob der oder diejenige wohl auf konventionelle Weise trauerte, fragte er sich. Das musste schmerzlich sein. Aber vermutlich war es ein Trost, den Kummer auf normale Weise zu empfinden. Nicht so wie er in Bezug auf seinen Vater, nämlich gar nicht. Wenig später kam Torment durch die Haustür ins Audienzhaus. Er strich sich Schnee aus dem schwarzen Haar mit der verräterischen weißen Strähne vorn. Dann zog er den Reißverschluss seiner Lederjacke auf. Die Waffen darunter glänzten matt im Licht des Foyers und bestärkten Boone in seinem Entschluss. »Hallo, mein Sohn«, sagte Torment, als er ins Esszimmer trat. »Wie geht's dir?« Boone räusperte sich und dachte an seine 4 Punkte. »Ich hatte gehofft, dass ich dich kurz sprechen kann.« »Nein, du gehst nicht in den Einsatz.« Thor legte die Jacke ab. »Ich weiß, du fürchtest, dir fällt die Decke auf den Kopf, wenn du untätig rumsitzt. Aber ich hab dir erklärt, was passieren muss, bevor du wieder in den Einsatz gehst. Du sprichst mit Mary und wartest ab, ob sie dir grünes Licht gibt. Dann nimmst du dir ein paar Nächte frei bis zur Schleierzeremonie.
Danach sehen wir weiter. Boone senkte die Stimme, weil er nicht allzu aufmüpfig erscheinen wollte. Nirgends steht geschrieben, dass... Das muss es auch nicht. Torment wandte seinen Brüdern den Rücken zu und sprach nun seinerseits leiser. Ich hab schon mal einen Fehler bei dir gemacht. Ich mache keinen zweiten. Was für einen Fehler? Du hättest gestern Nacht auf keinen Fall im Einsatz sein dürfen. Du warst aus gutem Grund abgelenkt, weil dein Vater bei diesem Treffen war. Und ich wusste das. Aber es ist mir durchgerutscht. Ich hab einen Lesser getötet. Torment beugte sich zu ihm rüber und seine dunkelblauen Augen wirkten beinahe schwarz. Du hättest umkommen können, weil du deine Weste vergessen hast. Hätte er dir ein Messer ins Herz gestoßen und du wärst verblutet, oder wärst du durch eine Kugel gestorben, hätte ich es für den Rest meines Lebens mit mir rumschleppen müssen. Und nimm's mir nicht übel, aber mein Kofferraum ist vollgepackt. Ich weiß nicht, wo ich noch eine Tasche mit deinem Namen drauf unterbringen könnte. Boone öffnete den Mund, schloss ihn wieder, öffnete ihn erneut. Aber verdammt, was konnte er sagen? Du verstehst nicht, murmelte er. Ich verliere den Verstand, wenn ich in diesem Haus rumsitze und darüber nachdenke. Du kannst mir helfen, kam es von Bartsch. Boone sah sich um. Mit der toten Empör? Ja. Bring mich zu deinem Cousin und deiner Cousine, und dann sehen wir uns den Club an. Der Bruder hob die Hand, als Thor etwas einwenden wollte. Er wird die ganze Zeit bei mir sein. Ich passe auf ihn auf und übernehme auch die Verantwortung. Thor sah immer noch aus, als wollte er widersprechen. Doch Bartsch redete einfach weiter. Komm schon, wir sind nicht draußen im Einsatz. Wir werden nicht nach dem Feind Ausschau halten. Und bevor du jetzt mit Risiken anfängst, natürlich könnten wir über etwas stolpern, das der Behandlung bedarf. Aber solange du ihn nicht unter Hausarrest stellst, kann er überall in der Stadt einem Lesser oder einem dieser Schatten begegnen. So wie jeder andere. Ich passe auf, dass ihm nichts zustößt. Hab ein wenig Mitleid mit dem Jungen. Du wärst in seiner Lage auch nicht gern ohne jede Beschäftigung eingesperrt. Ich gehe keine Risiken ein, beeilte sich Boone zu sagen. Ich richte mich streng nach seinen Anweisungen. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, um ihm die Grundzüge der Ermittlungsarbeit zu erläutern. Bartsch zuckte mit den Schultern. Eine Fertigkeit, die Schüler lernen sollten, für den Fall, dass sie es mit einem Verbrechen zu tun bekommen. Zum Beispiel, wie man sich an einem Tatort verhält, worauf man achten muss, wie man einen Fall dokumentiert. Das ist sinnvolles Training. Thor verschränkte die Arme und fluchte. Da wusste Boone, dass er die Erlaubnis hatte, sich nützlich zu machen. In diesem Moment meldete sein Handy den Eingang einer Nachricht. Boone zeigte sie den Brüdern, nachdem er sie gelesen hatte. »Mein Cousin, er kann sich erst später mit uns treffen.« »Dann gehen wir zuerst ins Pier.« Bartsch schnappte sich sein Handy, wählte eine Nummer und hielt es Boone hin. »Das ist der Anruf von gestern Nacht. Hör ihn dir an und versuch mal zurückzurufen, während ich fahre. Ich hab schon auf die Mailbox gesprochen, aber bislang
hat sich niemand gemeldet. Mit einem Seitenblick zu Thor nahm Boone das Handy entgegen. Dann drückte er es sich ans Ohr und lächelte versöhnlich in seine Richtung. Thor drohte ihm mit dem Zeigefinger. »Wenn du bei dieser Sache draufgehst, bringe ich dich um, ganz gleich, ob du schon tot oder nicht bist. Ist das klar?« »Ja, Sir«, sagte Boone. »Glasklar.« Doch dann trat alles andere in den Hintergrund, als die verzweifelte Stimme einer Frau in sein Ohr drang. »Hallo? Hallo? Ich brauch Hilfe.« »Gütige Jungfrau, sie ist tot. Sie ist genau wie beim letzten Mal.« 20 Minuten später parkte Bartsch den Wagen seines besten Freundes am Randstein. Sie waren mit dem R8 V10 Performance Plus von Vishers in die Stadt gefahren. Schwarze Lackierung, schwarz getönte Scheiben und Scheinwerfer. Ein Space Shuttle. Schnell wie der Millennium Falcon, obwohl er nicht viel mehr wog als Rage. Das Ding war ein echter Dinosaurier. Eine Rückbesinnung auf Autos mit großen Motoren, die sich anhörten wie Profi-Wrestler und Benzin brauchten wie ein Sprinter Sauerstoff. Mit anderen Worten, ganz nach Vishers Geschmack. Und am Randstein bedeutete verdammt nah an einem riesigen Schneehaufen, der groß genug war, um darauf Ski zu laufen. Ach ja, Winter in Caldwell, New York. Das weiße Zeug machte sich breit, als hätte es seine eigene Singularität entdeckt und wollte nun die Weltherrschaft übernehmen. Die meteorologische Variante künstlicher Intelligenz sozusagen. »Ich wusste nicht, dass diese Autos gut auf Schnee sind«, murmelte Boone und beäugte das Skigebiet neben seinem Fenster, als fragte er sich, wie er die Tür aufbekommen sollte. »Dematerialisier dich einfach auf meiner Seite raus.« »Gute Idee. Danke.« Bart stieg aus und hielt ihm die Tür auf. »Und was den R8 betrifft, den kann man rund ums Jahr fahren, solange man die richtigen Reifen hat. Nur der Frontspoiler kann zum Problem werden. 5 Zentimeter, wenn's hochkommt. Mehr ist nicht drin.« Von den Schülern mochte Bartsch Boone am liebsten. Vielleicht lag es daran, dass er einer dieser verlässlichen, unkomplizierten Kerle war, die anpacken konnten und oftmals das Rückgrat eines guten Teams bildeten. Genau die Art von Kerl, die Bartsch als Mensch immer hatte sein wollen, woran er kläglich gescheitert war. Doch nachdem er über 30 Jahre lang versucht hatte, seine Gefühle in Alkohol zu ertränken, war er diesem Ziel allmählich näher gekommen. Dazu hatte er nur der Frau seiner Träume begegnen, seine Zugehörigkeit zu einer anderen Spezies erkennen und sich endlich anständig kleiden müssen. Doch seit letzter Nacht gab es noch einen weiteren Grund, warum ihm der Junge so am Herzen lag. Es berührte ihn jedes Mal aufs Neue, wenn jemand auf gewaltsame Weise einen Familienangehörigen verlor. Er wusste nur zu genau, wie sich das anfühlte. Boone dematerialisierte sich vor den R8 und blickte sich zwischen den leerstehenden Gebäuden mit den zerbrochenen Fensterscheiben um. »Können wir Vishers Wagen hier stehen lassen? Was, wenn der geklaut wird?« »Diebstahlversicherung.« Bartsch schloss die Tür.
aber vor allem werden alle glauben, dass er einem Drogendealer gehört. Der steht garantiert noch da, wenn wir zurückkommen.« Bartsch schloss das Auto ab und sie liefen los. »Auf der Straße kann man niemandem trauen, aber man kann sich immer auf die Gesetze der Straße verlassen.« Nachdem man auf den unter Tonnen von Schnee begrabenen Gehwegen nicht laufen konnte, gingen sie in der Mitte der geräumten Fahrbahn. Obwohl die einzigen Geschäfte in diesem Stadtteil, die Drogendeals an der Ecke und die Prostitution auf den geraden Abschnitten waren, gab es genug Durchgangsverkehr, der die Schlaglöcher im Asphalt mit gepresstem Schnee auffüllte. »Darf ich dich was fragen?« sagte Bohn. »Natürlich.« »Dieser Anruf, der über die Notrufnummer einging, konnte Wishes rausfinden, woher der kam? Ich meine, der ist doch Experte in diesen Dingen, oder?« »Er meint, es war ein Wegwerfhandy. Wenn das stimmt, werden wir nie erfahren, wem es gehört oder wer es benutzt hat. Es sei denn, die Person geht irgendwann ran und ist bereit zu reden.« »Und sie hat keinen Namen genannt?« Boone lachte auf. »Okay, dumme Frage. Ich habe ja gehört, dass sie keinen Namen gesagt hat.« »Sag mir doch mal, was du gehört hast.« »Sie war verängstigt, sehr verängstigt.« »Und was noch?« Als Boone die Nachricht Wort für Wort wiederholte, nickte Bartsch. »Ganz genau, alles richtig. Aber was ist außerdem interessant an diesem Anruf?« »Du meinst, wann er einging und so?« »Nein, an dem Anruf selbst.« Bartsch musterte ihn von der Seite. »Was hast du gehört?« Boone machte ein nachdenkliches Gesicht. »Nichts.« Seine Brauen schossen hoch. »Ach so, sie hat nicht vom Club aus angerufen. Sonst hätten wir Musik und Stimmen um sie rum gehört.« »Genau. Und Wishes erzählte mir, dass er im Keller der alten Fabrik keinen Empfang hatte. Es ist also wahrscheinlich, dass es der Anruferin genauso ging.« »Dann muss sie von draußen angerufen haben.« »Oder vielleicht war sie auch gar nicht da.« »Wie meinst du das?« Bartsch sah sich in beide Richtungen um, als sie die Straße überquerten. »Bestätigungstendenz. Tückisch bei Ermittlungen, besonders in der Anfangsphase. Die Wahrheit braucht Zeit und Raum, damit sie sich offenbaren kann. Um ihr diese Möglichkeit zu geben, muss man mit dem Verstand und allen Sinnen jedes Detail erfassen, aber gleichzeitig dem Impuls widerstehen, voreilige Schlüsse zu ziehen. Es gibt eine Lösung zu dem Fall, das verspreche ich dir. Aber das Recht zur Erkenntnis muss man sich verdienen. Und das erwerben wir, indem wir unsere Mutmaßungen auf dem Altar von intuitiven Überzeugungen nach dem Motto »Aha, ich weiß genau, was passiert ist« opfern. Aber ein paar Entscheidungen muss man treffen, oder? Zum Beispiel, mit wem man redet und welche Fragen man stellt. Die Wahrheit wird dir verraten, wen du befragen, welche Fragen du stellen und an welche Orte du gehen musst. Man selbst entscheidet gar nichts.« Bartsch schüttelte den Kopf. »Ich sage es dir noch einmal. Hüte dich vor Bestätigungstendenzen. Die schleichen sich ein und verleiten den Ermittler dazu, Fakten absichtlich
oder unbewusst zu leugnen, wenn sie seine zusammenfantasierte Vermutung nicht bestätigen würden. Die Wahrheit ist absolut, aber sie ist wie die Existenz von Gott, unbegreifbar, bis man sie erkennt. Hast du je einen Fall aufgegeben? Meine Erfolgsrate lag bei 92%. Ein Wunder, wenn man bedenkt, wie viel ich als Detective bei der CPD getrunken habe. Wow, du musst wirklich gut sein. Bart dachte an das letzte Bild, das er von seiner 15 Jahre alten Schwester Janie hatte. Sie winkte ihm aus dem Auto voller Teenager zu, mit dem sie in den Tod fuhr. Er schüttelte den Kopf. Nein, ich war nur nie bereit aufzugeben. Nicht mal, wenn es mich umgebracht hätte. Und das wäre beinahe geschehen. Ich habe nicht locker gelassen, bis ich noch den letzten Mörder gefasst hatte. Er sah seinen Schüler an. Auch das solltest du im Kopf behalten. Deine Chancen, den Verbrecher zu finden, erhöhen sich exponentiell, wenn es dir gelingt, dafür zu sorgen, dass er dir nicht mehr einen Schritt voraus ist. Früher oder später macht jeder Täter einen Fehler. Und sei er noch so gerissen. Man muss sich Murphys Gesetz zunutze machen. Ich werde es mir merken. Versprochen. Genau das war es, was Bartsch an dem Jungen so mochte. Boone hörte zu, nahm Rat und Kritik an und versuchte stets, sein Bestes zu geben. Bartsch drückte ihm die Schulter. Das weiß ich, mein Sohn.